Hallo und herzlich willkommen bei den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch das Mediabuch zu Mannequin vorstellen. Dieser Canon-Film wurde am 16. November 2018 von MGM veröffentlicht. In den deutschen Kinos wurde er am 11.06.1987 zum ersten Mal gezeigt. Als Extras bekommen wir hier natürlich einmal den Trailer zu sehen, sowie einen deutschsprachigen Audiokommentar. Die Handlung des Filmes sieht laut Klappentext wie folgt aus. Der Typ hat einen Knall, tanzt verliebt mit einer Schaufensterpuppe in der Disco, vergnügt sich mit ihr nachts in den Dekorationen des Kaufhauses und tut so, als wäre es das Normalste auf der Welt. Jonathan ist total verliebt in Emmy, denn nachts, wenn die beiden alleine sind, wird aus der Dekorationspuppe eine schöne, aufregende Frau. Doch sobald sich Fremde nähern, ist sie wieder nur ein Stück Plastik. Das führt natürlich zu den irrwitzigsten und oft genug zu den peinlichsten Situationen. Und damit schauen wir uns das Mediabuch einmal an. Das hier abgebildete Cover ist das international genutzte Kinoplakatmotiv. Wenn wir jetzt das Mediabuch einmal öffnen, begrüßt uns auf der linken Seite die Blu-ray und auf der rechten das 20-seitige Booklet von Christoph N. Kellerbach. Inhaltlich geht der Text auf die Entstehung des Films ein, sowie auch kurz auf die Darsteller und den Macher des Films. Unterbrochen wird dieser recht kurzweilige und informative Text immer wieder durch Szenenfotos des vorliegenden Filmes. Aus heutiger Sicht ist der Film sogar relativ prominent besetzt. Zum einen haben wir als Hauptdarsteller hier Andrew McCarthy, als weibliche Hauptdarstellerin Kim Cattrall, die meisten aus Sex and the City kennen dürften, Estelle Getty von Golden Girls, G.W. Bailey, bekannt aus Police Academy, und James Spader, bekannt als Hauptdarsteller von Blacklist. Am Ende des Mediabuchs finden wir dann natürlich auch noch die DVD des Films. Auf der Rückseite sehen wir dann nur noch den Filmschriftzug. Ursprünglich war dort diese Karte angebracht, auf der einmal die Inhaltsangabe steht, einige Szenenbilder zu sehen sind und die technischen Daten dieser Veröffentlichung. Damit bedanke ich mich für euer Interesse, lasst gerne auch ein Abo da und drückt die Glocke, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Hört auch gerne mal in unsere Podcasts hinein. Ich verabschiede mich hiermit und das Rückspulen nicht vergessen, sonst ist eine Gebühr von einer Mark fällig.